Zeit für ein Duell. Ja, Moment, und jetzt kommen wir. Ja, danke schön, dass du da bist. Wir spielen heute wieder noch eine Jojo. Wenn heute wieder die Kampagne weiterspielen, wenn die Hoffnung spielen, auf geht's, das überspringen wir. Wenn die ganz mal Geschichtsdeck. Wenn den lieben Fudo wieder spielen, gegen wen? Den Zorn. Okay. Komm, nimm mir die Schere heute. Da gewinnen wir das. Perfekt. Super. Können wir erst anfangen. Auf geht's. So. Dann schauen wir uns an, was wir bekommen für Karten. Okay. Ja. Okay, wir haben Ruf der Gejagten. Mal legen. Wir haben Schrottvogelscheuche. Ist auch gut. Was haben wir hier, wenn die Karte als normal beschwört wird? Du kannst ein Monster von mit 500 oder weniger ATK in deinem Friedhof wählen. Beschwöre es, gewinnt sie als Spezialbeschwörung in deiner Angriffsposition. Ah ja. Aber den Effekt werden annulliert. Ah ja, okay. Wir haben hier den Schimmer. Eine Schildflügel. Ja, die können wir mal legen. Können wir setzen. Der kann zweimal angegriffen werden. Dann können wir hier links nehmen und dann holen wir uns ihn hier. Wir schauen mal, ob wir Sternenstaubdrache noch bekommen können. Und wir beenden in der Zukunft. Einfach mal. Wenn wir Sternstaubdrache kriegen, ist er auch ein sehr starkes Monster. Hat der gefallen? Okay. Das können wir ja aktivieren. Ruf der Gejagten. Wieso? Ruf der Gejagten. Den haben wir ja im Friedhof. Ah, okay. Haben wir ein Monster im Friedhof? Ich kann nicht mitkriegen, dass wir ein Monster im Friedhof haben. Aber ist okay. Nein. Ah, 3000er Monster. Ah ja. Okay. 1500. Ah ja. Ah ja, okay. Ja. Das wäre ja. Nimm mal Vogelscheuche. Block mal den Angriff. Nein. Nein. Kannst ja nicht zerstören. Bleibt ja auf dem Feld. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ja. Was haben wir hier? Wenn du Sternenstaubdrache als Synchro-Beschwörung, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner. Ah ja, okay. Sonst können wir aber auch nicht viel machen. Was ist das jetzt? 1500, ne? Ja, gut. Wir legen die aber trotzdem mal verdeckt mit 2000 und beenden dazu. Dann können wir vielleicht noch ein Monster vom Friedhof holen. Schauen mal. Das blocken wir. Den 3000er Monster. Nein. Und nein. Ich kriege mal 500 Schaden. Sehr gut. Okay, 1400. Wir nehmen es eine 11. Okay. Nein. Wir müssen mal gucken, dass wir. Okay, wir könnten uns nochmal so noch eine Karte holen. Eine Hand. Nein. Holen wir uns die nochmal. So, was hast du denn hier? 1400, 1500 und 3000. Da können wir nicht viel mitmachen, ne? Im Prinzip können wir gar nichts machen. Ja, gut, wir können den mal beschwören hier. Aber es bringt ja uns auch nicht viel, ne? Wir können den Effekt aktivieren. Und holen uns den jetzt noch vom Friedhof. Nein. Könnten wir vielleicht jetzt. Oh, wir können doch ein Synchro-Monster holen. Was könnten wir holen? Den hier. Schwarze gefüllt in der Drache. 2800. Ja, machen wir doch einfach mal. Den holen wir uns. Wir opfern den, wir opfern den und den. Sehr gut. Sind wir aber immer noch nicht stark genug, ne? Er hat ein 3000er Monster. Aber hat der irgendwie einen Effekt? Müssen wir mal kurz durchlesen. Also, falls du Schaden von einem Karteneffekt erhältst, lege stattdessen eine wieder auf diese Karte. Karte verliert 700 ATK. Okay. Einmal pro Spiel, du kannst alle schwarzen Federn Zielmarke von deiner Karte entfernen und ein offenes Monster wählen, das kontrolliert das Ziel verliert 700 ATK. Okay. Okay, er hat 3000, ne?
Ja, gut. Wir können aber einmal angreifen, würde ich sagen. Greifen wir auf seine Fee an. Kampf. Nein. Wir müssen 1400 Schaden. So, die Fee. Kann sich wieder so eine Karte holen. Okay. Müssen wir noch einen Zug beenden. Wir können einmal einen Zug blocken. Nein. Wirfst eine Karte ab. Nein. Müssen den. Den können wir blocken. Mit Vogelscheuche. Das ist ganz gut. Nein. Okay, das opferst ein Monster. Ein 10-Sterne-Monster. Okay. Auch 3000. Nein. Wir haben nochmal. Oh, wir haben nochmal Vogelscheuche bekommen. Das ist gut. Gar nicht so verkehrt. Dann könnten wir nochmal hier unseren Rümpel-Synchro aktivieren. Wir aktivieren den Effekt. Holen uns. Ja. Nehmen wir den hier. Nein. So. Wir könnten nochmal ein Synchro-Monster holen. Oder wir holen uns nochmal. Was für ein Synchro-Monster könnten wir uns noch holen? 2300. Können wir uns die durchlesen hier? Nee. Ja, gut. Okay. Wie viele Sterne sind das? Das sind 5, ne? Ja, 5. Okay, wir könnten das aber so machen. Wir könnten das. Wir könnten den Ruf der Gejagten aktivieren. Und uns. Oh, wir hatten hier noch ein 4-Sterne-Monster. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ja, wir holen uns das 4-Sterne-Monster. So. Dann könnten wir, glaube ich, noch ein anderes. Nee, können wir nicht. Ja, gut, müssen wir den nehmen. Okay, nehmen wir den hier. Und den hier. Ich dachte, wir könnten uns ein anderes Synchro-Monster holen. Aber es geht nicht. Im Angriff bitte. Danke. So. Der hat doch auch irgendwie jetzt einen Effekt, oder? Falls die Karte allzu beschwerlich. Sie erhält ATK in Höhe der Summe der ATK alle Monster der Stufe 2 oder niedriger, die du derzeit kontrollierst. Ah ja. Ja, gut, das bringt ja auch nicht viel, ne? Gut, wir greifen einfach an. Wir können nicht viel machen. Wir können das zerstören. 1300. Ja gut, wir könnten den auch da zerstören. Haben wir auch das 3000er Monster von ihm. Wir haben aber zweimal Vogelscheuche. So, wenden wir den Zug. Wir können unsere Monster erstmal schützen. Das ist schon mal ganz gut. Oh, der hat jetzt noch ein. Ja, aktivieren wir einfach eine Vogelscheuche. Und blocken den Eingriff. Nein. So, super. Aber nur. Oh, wir haben Spielkraft. Ja, Spielkraft legen wir. Und sonst können wir auch nicht viel machen, ne? Wir haben noch ein 1-Sterne-Monster hier. Was haben wir denn hier? 5 und 9. Das sind 10. Haben wir irgendwie ein 10-Sterne-Monster? Nee, ne? Nun, doch, 10-Sterne-Monster hatten wir. Ein 12-Sterne-Monster hatten wir auch. Was ist das denn hier? Sternenstuppendrache. Okay, was haben wir denn hier? Sternenstuppendrache. Einmal pro Spiel kannst du die 5 obersten Karten dann deck aus. Mission zurück ins Höhe. Maximal Anzahl der. Okay, Problem. Sonst. Karteneffekt aktivieren. Ja, komm. Wir könnten das aber probieren, ne? Wir beschwören den mal. Im Angriff, das ist ja auch völlig. Wieso können wir den nicht aktivieren? Das ist jetzt ein bisschen. Ich dachte, wir können. Es sind doch 10 Sterne, oder? Verzählt. Es sind noch 9? 10? Ja gut, müssen wir einen Zug beenden. Er wird sowieso angreifen. Er wird sowieso jetzt wahrscheinlich auf das 100er Monster angreifen wollen. Ja, wir haben aber Spiegelkraft. Und können dann Monster zerstören. Nein. Dann ist das Monster von ihm auch weg. Er holt sich wieder ein Monster. Okay, 2800, das ist jetzt nicht.
Oh. Hm. 2300. Okay. Das schieben meine Verteidigungsposition. Hm. Das ist jetzt auch nicht so gut, ne? Können die mal beschwören hier? Jetzt können wir wieder einen Synchromonster uns holen. Ja, Sternstaubdrache können wir uns holen. Aber wir können ja auch den roten Drache. Ja, den holen wir uns mal. Den hier. Den hier. Sehr gut. 3000. Erzwildler. 2800. Und dann greifen wir auch mal an. Aber wie gesagt, er hat 2500. Okay, der hat wahrscheinlich irgendwie. Hm, wir können gar nicht angreifen. Ach, das ist ja gar nicht. Na, okay, müssen wir mal Zug beenden. Ich dachte, wir können angreifen. Wahrscheinlich haben wir. Weil er eben angegriffen hat. Ah ja. Du kannst erstmal alle zerstören. Ah ja, okay. Okay, 4000. Ein 4000 Sterne Monster. Ah ja, noch ein 2800er. Okay. Einmal blocken. Nein. Einmal blocken. Ah ja, so. Können wir auch nochmal blocken. Können wir trotzdem. 1500 Schaden. Hm. Schade, es ist unser Monster auch zerstört worden. Wir können aber leider nichts machen. Außer wenn wir jetzt noch eine. Oh, okay. Wir nutzen ein schwarzes Loch einfach. Perfekt. Das ist super. Wir haben aber leider kein Monster, wo wir angreifen können. Mit. Da war das Herz der Karten gut zu uns. Er wirft. Okay. 10 Sterne Monster mit 0 Attacke. 3000. Okay. Wir können aber einmal blocken. Das ist in Ordnung. Durch Vogelscheuche. Nein. Wer hat da wieder den 3000er Monster? Müssen wir gucken, dass wir was zerstören können. Was haben wir hier? Falls die. Ja, gut. So. Verteidigungsposition 1500. Wir haben wenigstens eine Karte, um unsere Lebenspunkte zu verteidigen. Das ist schon mal ganz gut. Okay, nochmal. So eine Karte. Halle. Da blocken wir wieder. Wir können im Moment nichts anderes machen. Nein. Hm. Und was können wir? Hm. Ja. Könnten wir aber mal beschwören? Okay. War dann nicht da, dass wir hier so einen Effekt machen können? Wenn die Karte als mal beschwört wird, kannst du ein Monster Stufe 4 oder niedriger. Ah, von meiner Hand. Okay, das war ja von der Hand. Ich dachte vom Deck. Aber ist okay. Solange er kein zweites Monster hat. Okay, 1400. Das blocken wir einfach wieder. So, er wird wahrscheinlich nicht auf unser eigenes Monster wieder gehen, oder? Tatsächlich, geht er. Das blocken wir dann auch. Und auch blocken. Okay, dann haben wir jetzt schon mal zwei Monster. Wenn wir jetzt noch ein Monster. Oh, wir haben Spielkraft. Spielkraft legen wir. Dann könnten wir. Wir könnten das so machen. Wir setzen den im Angriff. Und provozieren einfach ihn mal, dass er angreifen soll. Dass wir Spielkraft benutzen. Ja, dann benutzen wir jetzt Spielkraft. Und zerstören erstmal seine beiden Monster. Das ist auch mal gar nicht so schlecht. Wunderbar. Okay. Aber du hast wieder dann 3000 Monster. Hm, das ist jetzt nicht so gut. Okay, wir haben einen Igel. Ja, gut. Beschwören wir. So, den Igel können wir nichts machen. Wir können im Moment auch nicht viel machen. Wir haben die beiden Vogelscheuchen jetzt noch. Wir müssen irgendwie noch mal eine Zauberkarte haben. Wir können uns nur verteidigen mit den Vogelscheuchen. Das ist nicht gut. Hm. Was machen wir jetzt? Wenn du Sternschraubdrache als
Synchrose beschwören, kannst du diese Karte als Spezialhose beschwören. Ja, gut, das bringt uns auch nichts. Ne? Was für Monster haben wir überhaupt hier noch? Die Sternenschlaubdrache haben wir noch. Das ist dann Sternenschnippendrache, okay. Und was ist das hier? Quasi Schnippendrache, okay. Und sonst haben wir auch nicht mehr. Hm. 7 Sterne, 2 Sterne, 5 Sterne. Ja, kennen wir auch nicht viel mehr. Ich weiß nicht, können wir, wenn wir mit denen hier spielen, uns irgendwie eine Karte? Wir probieren es einfach mal. Wir beschwören den einfach mal. Vielleicht können wir ja. Können wir nicht, natürlich nicht. Schade. Den machen wir meine Verteidigungsposition. Machen wir auch meine Verteidigungsposition. Und betten in den Zug. Uns muss ganz schnell was einfallen, irgendwie. Ja, blocken wir einmal nochmal. So, okay. Nein. Hier liegt noch eine fallende Zauberkarte oben hin. Okay. Oh, verrittertes Schwerter. Ja, wäre nicht schlecht. Wir haben auch keine Karteneffekte. Wir könnten verrittertes Schwerter spielen. Wird bei uns auch nichts bringen, ne? Wir beenden unseren Zug einfach. Das bringt uns einfach nichts. Wir haben ja die Vogelscheuche. Vogelscheuche hier. Hoch der Gejagten, okay. Das heißt jetzt zwei Monster. Okay. Nein. Einmal blocken bitte. Danke. Nein. Und dann blockst du das zweite bitte auch mal. Sehr gut. So. Lange eine Uhrhack, der macht eine Fusion. 2800. Okay. Wir haben nochmal eine Vogelscheuche bekommen. Ja, die legen wir doch nochmal. Wir haben drei Vogelscheuchen. Dann setzen wir den in Verteidigungsposition. Und betten unseren Zug. Wir können jetzt dreimal blocken. Also wenn er Monster legt, können wir die wunderbar blocken. Dann machen wir einfach mal. Nochmal blocken. Wir haben kein Monster, mit dem wir wirklich angreifen können. Oder irgendwie eine Fusion machen können. Brauchen wir jetzt nochmal Monster? Was haben wir hier? Synchrodecker. Ja. Ja komm, beschwören wir mal. Mit 0 ATK können wir jetzt immer noch ran. Ja, ja gut. Würde wir mal zubinden. Jetzt haben wir so viel Quatsch hier auf dem Feld, aber wir können nichts synchronisieren hier. Wir können nur als Zeit nur blocken. Das ist nicht gut. Wir müssen auch mal angreifen können. Wir machen mal den gleichen hier. Wir versetzen mal in Verteidigungsposition. Ich glaube, wir müssten mal gucken, dass wir. Naja, er wird wahrscheinlich eher den Kartentod haben, als dass er so gewinnen wird. Wir blocken nochmal. Und kann nichts machen. Wir müssen wahrscheinlich, glaube ich, erstmal eine Karte erstmal opfern, dass er die zerstören kann. Wir haben nochmal verrittertes Schwerter bekommen. Ja, wir aktivieren einfach mal verrittertes Schwerter. So, und betten in den Zug. Man kann drei Runden lang ganz gemütlich warten, bis er einen Kartentod hat, weil er kann nicht angreifen. Er beendet die ganze Zeit seinen Zug. Okay, wir haben... können wir ja sowieso nicht legen. Also beenden wir unseren Zug. Ist zwar nicht schön, aber wir gewinnen trotzdem. Ja. Okay, macht da wieder eine Fusion. Und dann Synchro 3000, okay. Aber angreifen tust du nicht. Und was haben wir? Wir sind Flieger. Wir können ja trotzdem nicht den legen. Also beenden wir. Mal gucken. Haben wir im Prinzip nur mit Verteidigung einfach gewonnen. Die sind jetzt zerstört worden. Okay, dann können wir einfach nochmal verrätere Schwerter benutzen. Und betten unseren Zug. Einfach. Weil er muss jetzt Karten ziehen. Und kann nichts machen. Macht wieder eine Fusion da.
2800, okay. Und okay, wir beenden wieder einen Zug. Er zieht noch eine Karte, seine letzte Karte. Und beendet seinen Zug. Wunderbar. Und wir brauchen einfach nur einen Zug beenden. Und wir haben dann gewonnen. Weil er kann keine Karten mehr ziehen. Und gewonnen. Gegen Traum. Mit einem Kartendeck tot. Ist zwar nicht schön, aber hey, wir haben trotzdem gewonnen. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt auf dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Würde mich mega freuen, mich mega unterstützen. Wenn man mega freuen, wenn es nichts mehr wieder dabei seid, wenn das heißt eine weitere Folge Jojo, dann bedanke ich mich jetzt mal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht auf dem Weg, aber los jetzt!